Das ist Udo. Udo hat einen grünen Daumen und einen Bärenhunger. Das trifft sich gut, denn unsere Naturfaserfliese eignet sich nicht nur zur Herstellung von Autoteilen, sondern auch als Nährboden für leckere Kresse. Klingt komisch, ist aber so. Dafür legt Udo das Naturfaserfließ einfach auf einen Teller, befeuchtet dieses und streut die Kressesamen darauf. Jetzt heißt es nur noch abwarten. Nach ein paar Tagen ist die Kresse soweit. So lange zeigen wir euch, wie wir aus Naturfasern Fließstoffe herstellen, aus denen später ganze Autoteile entstehen. Das sind Naturfasern. Die werden auf einer unserer Fließstoffanlagen zu einer Fasermatte verarbeitet. Das sieht dann so aus. Anschließend kommen diese Matten in eine Presse, um daraus die Teile zu pressen und auszustanzen. Der Rohling sieht dann so aus. Nun werden die Plastikteile sowie die Verkleidung der Tür darauf kaschiert. Und fertig ist das komplette Bauteil. Durch den Einsatz von Naturfliesen hat man außerdem viele Vorteile. Die Bauteile aus Naturfasern sind viel leichter als aus klassischem Spritzguss. Die Fließstoffe haben besonders gute akustische Eigenschaften. Da keine spitzen oder scharfkantigen Bruchstellen bestehen, haben die Bauteile ein sehr gutes Crashverhalten. Und durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen sind sie außerdem noch gut für die Umwelt. Jetzt wisst ihr, wie aus Naturfasern Autotüren entstehen. Das Problem ist nur, dass Udo immer noch einen Bärenhunger hat. Mal sehen, wie weit die Kresse ist. Bereit zum Ernten. Und weil alleine Essen dick macht, hat Udo unseren HR-Director Peter auf ein frisches Kressebrötchen eingeladen. Na dann, guten Appetit!